Ich bin so aus der Übung, ich habe keine Ahnung, ob ich noch weiß, wie man ein YouTube-Video dreht. Das kommt davon, wenn man sich so lange Pausen nimmt. Nee, aber Pausen sind wichtig. Pausen sind eigentlich genau das, was ich momentan brauche. Denn ich entschleunige mein Leben. Und ihr seht zu wenig Videos momentan hier zur Zeit, weil ich mir Pausen gönne. Und weil ich mir Zeit zum Leben nehme. Ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit, ein paar Tage, weil sich bei mir hier gerade im Lockdown relativ viel tut, was mein Haushalt angeht und auch was mein Nachhaltigkeitsgame angeht, beziehungsweise mein Zero Waste. Keine Ahnung, ob ich es überhaupt Zero Waste nennen kann, weil Zero ist es ganz sicher nicht. Ich nenne es einfach mal Low Waste, Zero Waste, ist halt ein Überbegriff. Dieses Game steppe ich gerade massiv nach oben bei mir zu Hause. Das, was zurzeit eigentlich gerade den größten Teil ausmacht, ist, dass ich versuche, alle Sachen, die aus Mehl gemacht werden, also alle Teigwaren, Nudeln, Brot, ja, Fladenbrot, Wraps, alles, was halt irgendwie aus Teig gemacht wird, versuche ich selber zu machen, nicht mehr einzukaufen, weil wenn man Sachen fertig kauft, dann sind die halt meistens in Plastik verpackt und ich versuche immer mehr selber zu machen und so halt dann in Zukunft das in meinen Alltag mehr zu integrieren. Und das geht alles voll easy und voll schnell und ich mache das alles nach so komplett einfachen Grundrezepten, meistens einfach nur aus Mehl und Wasser und Kartoffeln halt dann bei den Kartoffelsachen. Und was den nächsten Step angeht, ist, dass ich mein Mehl selber mahle. Also ich kaufe mir im Unverpacktladen die Getreidesorten als ganzes Korn und mahle mir die selber in meiner Getreidemühle, die ihr da hinten seht. Die zeige ich euch auch nachher noch genauer. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt noch Restbestandteile an Mehl, die ich noch aufbrauchen werde und ab dann versuche ich mir nur noch Getreidekörner zu kaufen und die dann zu mahlen und zu verwenden. Hallo. Wo kommst du denn her? Magst du mal erzählen, was du jetzt immer machst? Erzählen, was ich jetzt immer mache? Ja. Ich gehe jeden Tag laufen und mache ein Workout. Fast jeden Tag. Zwischendurch muss man sich ja auch mal ein bisschen Ruhe gönnen. Ich versuche einfach, dass ich mich fit halte, wenn wir schon den ganzen Tag zu Hause sitzen müssen. Ich schaffe das noch nicht so gut. In letzter Zeit probieren wir auch jeden Tag zu meditieren. Also manchmal haben wir es auch ausgelassen, aber wir probieren es zumindest. Weil da gibt es jetzt eine neue Sendung auf Netflix, die heißt Eine Meditationsanleitung von Headspace. Und ich finde, das sind richtig, richtig gute Animationen, um sich das Meditieren so richtig gut vorstellen zu können oder da reinzukommen. Also für alle unter euch, die immer schon mal anfangen wollten zu meditieren und dachten, dass das vielleicht zu schwer für einen ist oder dass man das nicht kann oder dass man dann gar nichts denken darf oder whatever. Vielleicht ist die Sendung was für euch. Wie geht's dir damit? Du bist ja eigentlich auch Meditationsanfänger, oder? Absolut nicht. Ich bin davor der Guru. Ah, nein, ja, genau. Nur weil du ausschaust wie ein Guru, heißt das noch nichts. Nein, ich finde die Serie absolut genial. Ich finde auch die Animationen richtig super und ja, schaut einfach mal rein und dann versteht ihr das Ganze, weil das zu erklären ist ziemlich schwer und bringt nichts. In dieser Folge werden wir uns dem Urteil widmen. Dem Richter in unserem Kopf, der sich ständig über uns selbst oder andere ärgert. Wir werden sehen, wie wir das alles loslassen können, damit wir liebevoller und freundlicher durchs Leben gehen. Das Ziel der Übung ist, Liebe und Freundlichkeit in unserer Gedankenwelt zu fördern. Und wenn wir uns auf das Glück der anderen konzentrieren, lassen wir tatsächlich viele Dinge los, die uns selbst unglücklich machen. Und während du durch den Mund ausatmest, kannst du jetzt deine Augen schließen, wenn du möchtest. Bevor wir weitermachen, halt kurz an. Genieß diesen Moment. Bist du deppert, geht das stark? Eine Nudelmaschine wäre schon geil eigentlich. Ja. Vielleicht wird das auch noch eine Investition. Meine Oma hat eine. Ja. Oh, mit der Nudelmaschine von meiner Oma ist es so einfach gegangen. Okay. Das heißt, wir kaufen eine Nudelmaschine. Das ist so gemein. Ich mache irgendwas und dann sage ich, du sollst übernehmen und dann machst du das besser als ich. Das da sind meine Nudeln und das da sind die von Lorenz.
Ja, komm, aber hier gehen jetzt Grüße raus an meine Oma. Ich mach das ja nicht zum ersten Mal. Ich mach's zum zweiten Mal. Na, deine. Ich würde gerne mal ein einwöchiges Praktikum bei deiner Oma machen. Ich habe hier noch unsere letzten Löffel Erdnussmus. Und ich gebe hier jetzt einfach Erdnussmus rein. Das geht auch mit Karin oder Sonnenblumenkernmus oder whatever. Und dann leeren wir da einfach Wasser zu. Und dann wird sich das auflösen und köcheln und dann haben wir eine schöne Sauce. Ich habe euch ja erzählt, dass ich eigentlich dieses Jahr im Winter auch meine Hochbeete nutzen wollte, um da Sachen anzubauen, also Sorten, die winterfest sind. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich glaube, ich war einfach zu spät dran. Also ich habe ein paar Sachen probiert, wie zum Beispiel Grünkohl oder Spinat, aber ich war zu spät dran. Der Schnee hat mich einfach eingeholt und jetzt sind meine Jungpflanzen zugeschneit. Grünkohl kann ich noch verwenden, aber nächstes Jahr mache ich das ein bisschen früher. Einige von euch haben mich auf Instagram gefragt, wie wir das mit der Wäsche machen, wenn wir nur so wenig Kleidung haben. Und das hier ist jetzt zum Beispiel ein Waschtag, also eine Woche Wäsche, die wir verwendet haben und das einfach in hell und dunkel, also getrennt gewaschen haben. Und dann kommt da circa so viel zusammen. Wenn ich die Menge an Wäsche jetzt mit der Wäsche von früher, also von vor 2-3 Jahren bei mir, vergleiche, dann ist das schon um einiges weniger, weil ich früher einfach immer alles einmal angezogen habe und dann direkt gewaschen habe. Und jetzt wasche ich die Sachen halt erst, wenn ich die halt öfter anhatte und die dreckig wirklich sind. Und manchmal hänge ich die auch einfach zum Auslüften aus und ja, dann kann ich die am nächsten Tag wieder anziehen. Dann muss ich nicht alles immer direkt waschen. Lorenz macht das sowieso schon immer so und der hat sowieso noch weniger Wäsche als ich zu waschen. Und mit Handtüchern und Geschirrtüchern und unserer beiden Wäsche ist halt das circa die Wäsche von einer Woche. Was ich schon recht wenig finde im Vergleich zu früher bei mir. So spare ich mir Zeit, Waschmittel und die Wäsche wird nicht so schnell kaputt. Also auch Geld. Morgen gibt's zum Frühstück Kornspitz und da habe ich jetzt noch einen Germteig dafür gemacht. Kommt jetzt noch in den Ofen. Leute, wir fahren jetzt in den Unverpacktladen und ich werde mal schauen, was es da so Regionales gibt, was in der Region halt einfach bei uns angebaut wird und es dann im Unverpacktladen unverpackt abzufüllen gibt. Und ich werde in den nächsten Jahren, Monaten immer mehr in diese Richtung gehen, in meiner Küche mehr Regionales einziehen zu lassen. Und mich darüber zu informieren, was ich dann aus den Sachen machen kann, die es hier in der Region gibt. Und jetzt schaue ich mal, was ich da so bekomme.
Ich zeige euch jetzt mal, was ich geholt habe. Und zwar habe ich hier Dinkelreis aus der Region, Dinkel aus der Region, Roggen aus der Region. Dann habe ich hier Couscous aus der Region, Kidneybohnen direkt aus der Region, Maisstärke direkt aus der Region und Blaumohn direkt aus der Region. Und dann habe ich noch Dill und Salz aus Österreich und Rucola und Pfeffer oder Rucola-Sprossen, die sind aus Italien. Und Pfeffer weiß ich jetzt nicht, aber ist auch von Sonnentor. Ja, mega! Und für das alles habe ich 30 Euro gezahlt. Komme ich ewig lang drauf damit aus. Ich zeige euch jetzt einfach mal kurz, wie so eine Getreidemühle funktioniert. Da sind einfach zwei Steinplatten drin in diesem Gerät, die dann aneinander reiben und wo das Korn dann durchgeht und unten dann Mehl rauskommt. Ich kann hier oben den Grad, der wie grob ich halt mein Mehl haben will, einstellen und ich mag es relativ fein haben. Ich brauche jetzt zwar gerade keins, aber ich zeige euch mal kurz ein bisschen, wie das geht. Und dann nehme ich Getreidekörner und packe die da oben rein. Und dann mache ich an. Ich würde sagen, es hat sich einiges in meiner Küche jetzt verändert. Ich gehe ja schon seit einigen Monaten oder Wochen am Wochenmarkt beim Biobauern meine Lebensmittel einkaufen, also das Obst und das Gemüse, und halt jetzt endlich beim Unverpacktladen meine Vorräte, meine trockenen Vorräte voll und dann so ein paar Einzelheiten, die ich dort nicht bekommen kann, aber trotzdem gern hätte, die hole ich mir dann noch aus dem Laden, aber ich versuche so wenig wie möglich in einen Standard normalen Einkaufsladen zu gehen, weil da so viele Ablenkungen sind und man dann doch wieder so viel mitnimmt, was man gar nicht braucht, sondern ich versuche es einfach, mich jetzt mehr auf das zu fokussieren, was es im Unverpacktladen und beim Biobauernmarkt gibt und somit auch automatisch meine Gerichte regionaler machen werde und mit viel weniger Verpackung. Und ich merke jetzt schon richtig durch die ganze Woche, wo ich das gemacht habe, dass ich voll kreativ werde wieder in der Küche, mir das voll viel Spaß macht und ich alles, was ich koche, mit so viel Dankbarkeit esse und ich das so gerne mag. Ich habe auch einiges umgestellt in der Küche und ich finde es halt jetzt auch viel, viel aufgeräumter und schöner. So sieht das jetzt aus. Ich habe jetzt meine Lebensmittel auch gesichert vor der Sonne, vor der Sonneneinstrahlung in meinen Schränken drinnen und ich liebe es einfach, in meiner Küche zu sein. Wo ich das vorher hatte, da habe ich jetzt das da. Da habe ich jetzt einfach meine liebsten Tassen, die handgetöpferte Keramik aus Österreich da oben stehen und so. Sachen, die ich mir immer anschauen kann, aber dann habe ich nicht immer Essen im Blickfeld, weil das ja auch gleichzeitig mein Wohnzimmer ist. Das ist etwas, das wollte ich tatsächlich schon sehr, sehr lange umsetzen, aber ich habe es mich irgendwie nie getraut oder immer irgendwas anderes vorgeschoben und jetzt habe ich es endlich gemacht und ich freue mich sehr darüber. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Tschüss. Bis zum nächsten Video.